Dieser Haufen Müll ist New Yorks ganzer Stolz, denn die US-Ostküstenmetropole trennt jetzt selbst. Mit ihrer ersten eigenen Recyclinganlage, die nach Angaben der Betreiberfirma die weltweit größte ihrer Art ist. 10 Jahre hat der Bau gedauert und rund 85 Millionen Euro gekostet. Wegen der Lage gegenüber von Manhattan wurde sogar ein renommiertes Architekturbüro engagiert. Die Lage hier am Ufer von Brooklyn ist herausragend. Deshalb hatten wir das Gefühl, wir sollten uns Mühe geben mit der Ästhetik. Wir wollten damit auch die Öffentlichkeit auf unseren Auftrag aufmerksam machen und generell auf die Mülltrennung. Die Technik stammt von Unternehmen aus Deutschland und den Niederlanden. Die Anlage soll bis Ende 2014 sämtliche 800 Tonnen Müll trennen können, die pro Tag in New York anfallen. Bei der Anlage geht es aber nicht nur um die Umwelt. Bisher zahlt die Stadt jedes Jahr eine 250 Millionen Euro, um den Müll in andere Bundesstaaten zu bringen. Dabei ist der Schrott pures Geld wert. So ein 700-Kilo-Paket Aluminium bringt im Verkauf über 700 Euro. We'll be right back.